Ja, Luis, ganz hallo mit einem neuen Video. Und zwar willkommen bei Stani Performance. Und heute ist ein sehr wichtiger Tag. Und zwar, wir haben was extrem Heftiges geplant. Und zwar in wenigen Tagen, Leute, wird es ein fettes Live-Event hier in GTA 5 geben, Leute. Und ich sag euch ehrlich, sowas habt ihr noch nicht gesehen. Was ist hier, kleine Bänge hier? Naja, Leute, wir sind ja kinderfreundlich. Deswegen kann der hier ruhig mit seinem BMX rumfahren. Was ist, kleiner Junge? Hallo? Hallo, Stani. Ja, wer bist du nochmal? Wer warst denn du nochmal? Ayo Junior. Ach so, Ayo Junior, du warst das. Ja, ja, was willst du? Ja, ich will bei dir Auto kaufen, komm. Wie viel? Du willst Auto kaufen bei mir? Ja. Nein, geh mir jetzt mal nicht auf den Keks. Du bist doch keine 18, geh mal jetzt bitte raus. 20 Millionen. Wie, 20 Millionen? Ich gebe dir 20 Millionen für den hier. Ey, Leute, ich kann doch nicht so einen kleinen Jungen jetzt hier so ein Auto verkaufen. Das geht nicht, Alter, komm ich ins Gefängnis. Nee, dann komm mit deinem Papa wieder und dann verkaufe ich dir die Karre, okay? Willst du mich fälschen? Ey, kleiner Junge, beruhig dich. Ich bin nicht geldgeil. Obwohl, Leute, 20 Millionen ist schon krass. Klein Marvin, komm mal her. Scheiße, der haut ab, Leute. Ja, komm einfach mit deinem Papi wieder, okay? Und dann machen wir das schon. Ja, Leute, ich wollte euch jedenfalls sagen, ich habe hier eine neue G-Klasse mir geholt, beziehungsweise habe die alte 6x6 getauscht gegen diese Mansory-Variante. Finde ich sehr geil. Sieht auch ein bisschen fresher aus. Die Mansory-Variante war einfach ein bisschen zu groß gewesen für das Autohaus. Telefon klingelt. Hä? Bila, was ist denn, Leute? Ja, was ist? Lachson, Stani, ich bin's, dein Vater. Ja, ich weiß, dass du mein Vater bist. Ich bin's, dein Vater, Stani. Ja, supi, hallo Papa, was geht? Ja, grüß dich, mein Sohn. Du, mein Sohn, wir sind in der Familie, richtig? Ja. Ja, du kommst hier sofort her, ich brauch deine Hilfe, beeil dich. Wohin denn, wo soll ich denn hinkommen? Mein Autohaus ist doch neu hier. Komm jetzt her, Mann. Ja. Und zwar zacke. Ja, ich komme bis gleich. Okay, ich komme bis gleich. Ja, Leute, dann wollte ich euch noch zeigen. Ich habe jetzt hier geschützte Security, beziehungsweise gepanzerte Security, Leute, ein bisschen geupgradet. Also, ihr seht, Leute, mit dem Autohaus geht voran. Aber ich weiß gar nicht, ob ihr es schon wisst. Und zwar, Billo hat ja auch sein eigenes Autohaus aufgemacht hier in Los Santos. Und da werden wir jetzt mal hinfahren und werden uns das Ganze angucken. Aber ich sag euch ehrlich, Leute, Bilal denkt halt, sein Autohaus ist irgendwie, kann so krass werden wie mein Autohaus. Aber Freunde, das ist übel Schmalspur. Ich werde euch das mal zeigen, Freunde. Ihr werdet euch krank lachen. Er denkt da, er kann sich jetzt irgendwas aufbauen, Leute. Ihr wisst, er hat mir auch krass geholfen und so. Also wenn er da irgendwie mal Probleme hat oder so. Falls jetzt wirklich wichtige Probleme sind oder so, werde ich ihm natürlich auch helfen. Aber ihr wisst, wir müssen uns auch um unser Autohaus kümmern. Und das Live-Event in GTA 5 in wenigen Tagen, Freunde. Also sollt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Wo war denn dieses Autohaus? Ah, ich habe es gefunden, Leute. Hier vorne. Ja, das Gebäude sieht schon nice aus, finde ich. Ist halt auch sehr modern, aber super Mechanik, Digga. Was für ein Film lebt er denn? Denkt er, er spielt Minecraft oder was? Also keine Ahnung, Leute. Also da finde ich Stani Performance den Namen tausendmal besser, aber wir werden trotzdem mal reinfahren. Ich finde von innen, Leute. Okay, okay. Er übertreibt halt direkt. Ja, okay. Von innen sieht es halt echt nice aus, muss ich sagen. So wie wenn man hier die G-Klasse. Boah, ich pack die G-Klasse hier direkt oben rauf, Leute. Das sieht voll geil aus dann. Ey, ich sag euch wirklich, ich weiß nicht. Wir sind ja, Leute, das ist ja auch ein Familienunternehmen. Eigentlich gehört ja das Autohaus hier zum Teil auch mir, würde ich sagen. Was ist der kleine Junge hier? Lachson, Stani. Ja, schick die mal raus. Guten Tag. Schick das Kind raus. Ich will eine Auto kaufen. Der war auch schon bei mir. Du willst ein Auto kaufen. Der war bei dir? Ja. Ah, ja. Da, wie alt bist du denn? Also, ich bin 8. 8 bist du. Ah, aber ich hab viel Geld. Ah, du hast viel Geld. Seht so, dass du das gewinnst! Renn sofort hier raus, sonst mache ich dich kalt, Alter! Bello, hallo, das ist ein Kind, du kannst dich doch nicht mit einer Machete. Also, ey, hallo. Ja, ich dachte, der will mich doch auf einen Namen nehmen. Bro, was soll ich denn jetzt hier? Ich habe keine Zeit mehr, ich habe selbst so. Also, hör mal, so, Stani, schön, dass du gekommen bist. Finde ich gut, dass du unsere Familie natürlich hier unterstützen möchtest. Ja. Und zwar folgendes. Ich habe ja aktuell noch nicht so viele Mitarbeiter. Genau genommen noch gar keinen. Ist ja hier alles in Aufbau. Ja, ja, aber ein paar du Autos siehst, hast meine... du schon. Ja, die Autos habe ich mir schon mal besorgt und so. Deswegen, ich habe aktuell auch wenig Zeit für YouTube. Ich muss mich hier um diese Sachen hier kümmern. Hör mal jetzt ganz kurz zu, Stani. Also folgendes. Guck mal, siehst du den Supra hier? Das ist diese, ja, von diese Fast and Furious. Kennst du das? Ja, Fast and Furious. Dieser arabische Film. Ja, Fast and Furious, Alter. Ja, kenne ich. So. Genau, also das müsste einmal geputzt werden, das Auto.
Und willst auch du mich verarschen? Ich habe selber ein Auto, ich habe keine Zeit für diese Scheiße hier. Nee. Du hast mir gesagt, du hörst mir, wir haben das oben am Tisch. Am Tisch wird nicht gelogen. Da haben wir alles geklärt. Du, mein Sohn, gehst jetzt die Autos putzen. Nee, Bro, ich muss jetzt echt gehen. Ich kannst deine Autos selber putzen. Hä, ich muss. Nee, du bleibst jetzt hier. Du machst jetzt hier heute ein Praktikum sozusagen, ja? So alleine wegen der Security und sowas alles. Du musst. Ja, ich brauche wirklich deine Hilfe auch, Stani, bitte. Ist das ein bezahltes Praktikum, wenigstens? Seit wann gibt es denn für Praktikum Geld, Stani, und du bist mein Sohn? Aber gut, ich bin natürlich nicht so. Du kriegst eine kleine Überraschung von mir, wenn du das Ganze hier durchgezogen hast. Wie hört sich das an? Ja, okay, geil, ja, gerne. Ja, siehst du, dann putz mal alles hier, dies, das, und dann melde ich mich gleich nochmal bei dir. Also soll ich jetzt hier das Auto putzen fahren oder was? Ja, das kannst du einmal waschen fahren und bitte kein Kratzen machen, das ist ein fucking Supra, okay? Der geht gut ab, Alter. Das ist eine Version, das ist... Ja, ich fahr dir mal putzen, ja? Bis gleich. Ja, tschüss. Oh, stimmt, Leute. So, wir fahren jetzt einfach mal in die Waschanlage rein, die Karre. Alter, Freunde, wie geht denn bitte dieses Auto ab? Das ist ja übelst die krasse Maschine, ich glaub. Ey, sag euch, Freunde, wir haben ja noch ein zweites Autohaus. Überlegt mal, wenn wir dann nur Fast and Furious Autos oder so verkaufen. Das wäre natürlich auch krass, aber ja, darum kümmern wir uns später. Wir werden jetzt erstmal... Oh, Leute, er wird so ausrasten, so wie ich das Auto hier... Eieiei. Ja, gut, kann er ja reparieren, Leute. Wir sind ja nur dafür zuständig, das Auto zu putzen. So, wir fahren jetzt hier einmal durch die Waschanlage. Boom. Einmal noch ein bisschen Handwäsche ran. Da vorne noch ein bisschen Wäsche hier. Boom, boom, boom. Zack. Ja, Leute, guck mal, das Auto sieht blitzeblank schon wieder aus. Guckt euch das an, Freunde, der Wagen sieht wie neu aus. Also von daher, Auftrag haben wir gut ausgeführt, obwohl, wie gesagt, das sah ja top aus. Also keine Ahnung, warum wir das machen sollten. Wir sollten einfach ein sauberes Auto noch sauberer machen, was gar nicht geht. Aber ich denke mal, er wird mit uns zufrieden sein. Jetzt müssen wir hier nur noch vorsichtig zurückfahren. Und dann bin ich mal gespannt. Vielleicht ist ja unser Praktikum dann schon vorbei, aber ich glaube, dann wird er wahrscheinlich zwei neue Aufgaben für uns haben. Mal schauen. Boom, was geht, Bello? Woo! Ich bin wieder zurück. Erste Aufgabe wunderbar erfüllt, würde ich mal sagen. Sensationell, dann gucke ich mir das einmal an. Ja, so genau brauchst du nicht gucken. Lass, gib mir schon mal die nächste Aufgabe. Ja, die nächste, alles klar. Warte, ich guck mal trotzdem ganz kurz nur vor. Was hast du gemacht, Sanne? Was denn? Das Auto ist zwar sauber, aber da sind überall Kratzer dran. Nein, das ist nur ein kleiner. Habe ich raus. Ey, willst du mich? Nee. Du fährst jetzt los und gehst das reparieren. Los, Dali. Ich glaube, du spinnst, Mann. Nein. Du hast deine eigene Werkstatt. Wieso soll ich das? Kannst du doch reparieren. Ich mach das doch nicht auf... Das machst du. Das ist bezahlst auch du. Das bezahle ich nicht vom Unternehmen. Du hast den Kratzer gemacht. Du reparierst. Los, Dali. Sonst kriegst du eine Überraschung nicht. Ja, ich repariere den Kratzer. Leute, ihr wisst doch, ich bin nur eins der besten Reparaturtypen überhaupt. Wir haben bisher jedes Auto hinbekommen. Und dann kriegen wir auch den Wagen hin. Hast du das doch jetzt hier repariert? Ja, hab ich doch gesagt. Komm. Ja, immerhin. Na, gut. Was gibt's? Neuer Auftrag. Komm. Diesmal werde ich mir richtig viel Mühe für den neuen Auftrag geben. Ja, du machst nochmal so einen Blödsinn. Ich bin langsam nicht zufrieden mit dir. Bin ich wirklich ehrlich zu dir, mein Sohn? Ja, du musst nicht so streng sein. Autohaus muss auch Spaß machen. Ja, Spaß machen, Autos kaputt machen. Ja, ein toller Spaß. Du nimmst jetzt den Abschlepper da hinten, schick dir eine Adresse auf dein Handy und du fährst zum Kunden und holst ein Auto ab. Verstanden? Ich soll ein Auto nur abholen, also Auto einfach nur abschleppen. Ja, richtig. Ja, das habe ich schon tausendmal gemacht, Alter. Ja, dann ist ja kein Problem für dich. Nee, ist ja auch kein Problem. Ja, los geht's, fahr. So, okay, bis gleich. So, Freunde, ja gut, das sind einfache Aufgaben. Ich bin gespannt, also ich sag euch auch ehrlich, hätte Bila nichts gut bei mir, würde ich die ganze Scheiße gar nicht machen, weil wir haben genug zu tun. Aber ich bin auch gespannt, Leute. Überleg mal, er schenkt uns so ein ultra krankes Auto als Belohnung, weil wir ihm einfach geholfen haben. So, Leute, wir haben jetzt hier auf dem Navi eine Adresse bekommen. Da werden wir jetzt einfach hinfahren und dann bin ich gespannt. Wahrscheinlich wird das Auto einen Motorschaden oder irgendwas haben, was kaputt ist. Werden wir einfach abschleppen, zu Bila bringen. Da kann eigentlich nichts schief gehen, würde ich mal sagen, oder? So, Leute, dann werden wir mal hier... Ey, was machen die denn hier? Die Autos machen hier kompletten Chaos. So, Freunde, ich werde mal direkt rückwärts rauffahren. Wir müssen wahrscheinlich irgendein Auto hier mitnehmen, abschleppen, so, keine Ahnung. Der Abschlepper ist auch schon da, ja. Ich leg den einmal auf. Alles so, Stani Performance hier. Boah, Leute, guck mal hier. Stani? Guck mal da hinten. Boah, guck mal das Schild, wie krank man das hier von sieht. Ja, Stani Performance, Stani, aber ich arbeite ja mit... Was machst du denn so? Ich arbeite ja mit Familie Agerbay zusammen. Ey, okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, ich mach deutlich. Ich habe auch nicht viel Zeit, das geht eigentlich nur um mein Caddy. Das ist ein Familienerbstück, deswegen bitte gut drauf aufpassen, ja. Wie, der Caddy oder was? Das ist in den Jahre gekommen, ja.
dieser Caddy hier. Der muss einmal abgeschleppt werden, da geht nichts mehr. Wollen Sie denn hier machen mit dem Caddy? Was ist da kaputt? Ja, das Auto soll zu Bilal und der soll das für 15 Millionen restaurieren und hier. 15 Millionen! Du willst 15 Millionen dafür zahlen, das Auto zu restaurieren? Ja, genau. Richtig. Ja, okay. Und Tuning auch, oder was? Tuning auch, ja. Ja, okay. Ja, alles, was geht. Gut, okay, warte mal. Hau dich mal den Abschlepper hier ran. Ey, Leute, der Typ will 15 Millionen zahlen für Tuning von einem Caddy? Hä, was ist das für ein Auto, Alter? Ey, Leute, ich sag euch ehrlich, ich werde Bilal einfach sagen, der Caddy. Keine Ahnung, ich werde dir einfach Scheiße erzählen. Der Kunde hat einfach ist abgesprungen. Und ich werde ihn jetzt bei mir in Stani Performance reinschleppen, Leute. Und ich werde mir die 15 Millionen grappen, sag ich euch, wie es ist. So, ruft Bilal mich an dann? Oder ruft ich ruf dich an, Ah, okay. Ja, sobald er fertig ist, bringe ich ihn wieder vorbei oder ich ruf an, ja? Ist alles das in Ordnung? Klar, super. Das ist in Ordnung, danke. Danke, tschüss. Ab damit, ich sag auch ehrlich, Leute, Bilals Autohaus ist auch viel zu weit weg. Wir werden jetzt einfach zu uns fahren. Hey, Freunde, sollen wir den schnell tunen einmal und uns die 15 Millionen gönnen? Das machen wir. Das dürft Bilal aber nicht rausgehen, Freunde. Das dürft ihr ihm auf keinen Fall sagen. Weil der wird wahrscheinlich richtig sauer sein dann. Wir müssen auch irgendwie gucken, wo wir bleiben, ne? Bisschen Geld verdienen muss schon sein. So, Leute, jetzt werden wir das Ding hier reinfahren. Und jetzt würde ich mal sagen, Leute, geht's ans Tuning. Wir werden es erstmal reparieren. Boom, Freunde. Und jetzt werden wir das Ding mal richtig aufrüsten, Freunde, dass das richtig krank aussieht. Zack, Leute. Randa, Stani Performance wird hier wieder das Beste rausholen aus das Ding. Freunde, seid gespannt. Jetzt geht's los. So, oh mein Gott, Leute. Guck mal, wie das aussieht. Oh, wir sind fertig. Alter, das ist zu krank geworden, oder? Was meint ihr? Leute, warte mal. Wir müssen eventuell die Farbe vielleicht noch ein bisschen anpassen. So, Leute. So soll die Farbe aussehen. Und zwar guckt mal bitte an, wie geil das ist, Leute. Ich habe diesen Caddy wohl maximal aufgetunt und guck mal, was da hinten sogar steht, Leute. Weil der Kunde heißt der Gerd Hansen, da habe ich direkt noch seinen Namen draufgeschrieben. Hier an der Seite überall Stani Performance Logos. Ey, ich glaube, der wird durchdrehen, Leute. Das ist nämlich jetzt kein normaler Caddy mehr. Ich nenne ihn jetzt nämlich den Stani Performance Turbo Caddy. Guck mal, da hinten sogar ein Spoiler dran. Wow, wie schnell der ist. Wir müssen ein bisschen aufpassen, wie wir fahren. Das Ding muss natürlich heil beim Kunden ankommen. Guck mal, wie der abgeht, Freunde. Wow. Ey, das Ding geht übelst, aber ich muss mal hier kurz die KMH-Anzeige anmachen. Also ich glaube, der fährt mindestens 200. Ich bin echt gespannt, was der Kunde dazu sagen wird. Holy moly Macaroni, ey. Leute, der wird durchdrehen, der Kunde. 15 Millionen auf Schnack. Easy, Leute. Das nehmen wir mit. Boah, der fährt fast 300, Freunde. Für so Caddy ist das schon abnormal krank. Wow, zu schnell. So ein richtiges Elektro-Ding gebaut hier, Leute. Geil, ey. So, wir werden jetzt da hochfahren. Bin ich gespannt, was er dazu sagen wird. Und dann will ich auch direkt die Kohle haben. Das muss alles abrechnen, nicht auf Rechnung oder so, Leute. Das muss alles mit Bargeld sein, dass Bilal auch nichts davon Wind bekommt. So, Herr Hansen. Stani, wo bist du? Stani Performance, direkt hier vor Ort. Hier, hallo Herr Hansen, hier. Ist das mein Caddy? Das ist Ihr Caddy. Was? Mein Gott. Das ist der Sport Caddy 3000 von Stani Performance mit Sportsitzen drinne, hinten Motorleistung, Tuning, Breiträder, alles drauf, Spoiler drum und dran. Das Ding fährt über 300 km/h. Mit meiner Trinkflasche, mit meinem Namen drauf. Ja, hinten Gerd Hansen, boom. Da steht Gerd Hansen einmal drauf. Auf der Trinkflasche steht Gerd Hansen. Wie schnell ist der jetzt? Der ist über 300 km/h, aber ich habe noch einen kleinen Special-Trick eingebaut. Den will ich aber unbedingt, weil das sehr gefährlich ist, den zu nutzen. Deswegen weiß ich nicht, ob Sie damit umgehen können. So ist normal und jetzt kann ich hier auf diesen Knopf drücken, aber, ne? Ja. Sie können auf den Knopf drücken und dann kriegen Sie auch Nitro, ne? Oh. Ja. Vorsichtig! Okay, ja, auch Ihre Verantwortung, wenn Sie es kaputt machen, ne? Wow. Das ist nur was für Rennfahrer. Ich bin kein Rennfahrer, ich bin Fahrlehrer, ich kann das gar nicht. Ja, dann lieber sein lassen. Okay, wir fahren eben auf die Autobahn. Wir testen das einmal. Ja, können wir gerne testen, gar kein Problem. Freunde, ich hoffe, er ist zufrieden. Ey, überleg mal, er zahlt noch ein bisschen Bonus, weil das Auto so schnell fährt. Das ist natürlich auch babamäßig. Boah! Oh mein Gott, ich trau mich gar nicht, Gas zu geben. Ja, doch, drücken Sie mal richtig rauf hier. Ja, wir müssen hier auf die freie Spur. Und. Oh! 400 haben wir gehabt, auf locker schon. Das ist ja krass, das ist ja unglaublich. Das ist unglaublich, das meine ich. Okay, das Geld habe ich dabei. Wenn Sie es haben wollen? Das Geld würde ich direkt nehmen, ja. Geben Sie mir das mal. Also, wir haben ja gesagt 15 Millionen. Geben Sie das Geld dann an Bilal oder wie ist das? Ja, natürlich. Das ganze Geld kriegt Bilal. Okay, wir haben gesagt 15 Millionen und ich würde
für diesen Speedboost 500.000 nochmal drauflegen als Trinkgeld. Oh, also 50, auch natürlich für Bilal natürlich, ne? Okay, krass, ja, okay, heftig. Gut, ja, dann gebe ich dir das einmal hier. Vielen Dank. Leute, der 15 Millionen. Ja, können Sie mich vielleicht noch zurückfahren, kurz zu meinem Autohaus? Ja, oder wollen wir zu Bilal direkt fahren? Nee, wir fahren erstmal zu meinem Autohaus. Erstmal zu meinem Autohaus, da muss ich noch ein Auto abholen. Okay, ich rufe sonst Bilal eben mal an. Nee, Bilal hat sehr viel zu tun, nicht anrufen. Okay. Nee, der hat viel zu tun. Okay. Der will jetzt auch nicht genervt werden mehr von Ihnen, so, wissen Sie? Deswegen mache ich das ja persönliche Kundenbetreuung. Sie wissen doch, wie Bilal ist. Das ist ein sehr anstrengender Typ. So, dann fahren wir mal. Oh, ich kann das ja doch. Oh, ich nehm's Vorsicht, zurück. Vorsicht. Hallo, Herr Hansen, nicht so wild mit der Karre. Wunderbar, super, Herr Hansen. Ich bedanke mich. Ja, vielen Dank, auf Wiedersehen. Tschüss. Oh mein Gott, Leute, wie viel Geld haben wir bitte gemacht? Hä, hat Bilal die G-Klasse zurückgebracht? Keine Ahnung, Leute. Steht auf jeden Fall die G-Klasse. Hä, oh mein Gott, Bilals Auto steht hier. Oh, nicht, dass der was gesehen hat, Leute. Wir werden mal schnell das Geld hier im Bentley verstecken. Boah, nicht, dass der hier gerade irgendwie Kontrolle macht oder so. Können wir jetzt einfach in den Bentley einsteigen, Freunde, und werden zurückfahren und werden irgendwie irgendwas erfinden. Wir werden sagen, wir wurden überfallen oder so. Uns wurde der Abschlepper geklaut. So, Leute, wir fahren jetzt erstmal wieder zurück. Und was sagen wir denn jetzt wegen den Abschlepper? Ey, wir sagen einfach, wir wurden von der Polizei an. Irgendwie der Abschlepper ist weg, keine Ahnung. Der wurde uns geklaut, sagen wir einfach. Von der Bande, Leute, von der kriminellen Bande. Ey, Billo, hast du meine G-Klasse? Die Lieferung dann einmal morgen. Richtig, danke, wiederhören. Hast du meine G-Klasse zum Autohaus bei mir gebracht, oder was? Ja, hab ich. Warst du zufällig bei meinem Autohaus gewesen? Ja, bin ich. Wollte gucken, wo du bleibst. Du solltest doch nur ein Auto für mich abholen. Ey, Digga, das ist über was Krasses passiert. Ich wurde überfallen und alles, ne? Ist das dein Ernst gerade, Stani? Oh mein Gott, Digga, du hast keine Ahnung. Oh mein Gott. Das tut mir ist das dein Ernst? Stani, das war nicht irgendein Auftrag. Ich habe dir das nicht gesagt, damit du nicht nervös wirst. Das war ein 15 Millionen Dollar Auftrag. Ach so? Wer war das? Sag mir, wer das war. Ich brauch das. Ich bin drauf angewiesen. Ich glaube, das war Turan. Ey, Stani, verarsch mich jetzt nicht, weil wenn das Turan war, dann glaube ich. Ich weiß es nicht zu 100%. Es könnte sein, dass es Turan war. So eine Scheiße, Mann! Stani! Hey! Ey, das tut mir leid. Ey, pass auf. Hast du vielleicht nicht noch eine Autoauslieferung oder so, die ich machen soll schnell? Es tut mir echt mega leid, ja? Ey, Stani, Alter, ich habe mich auf dich verlassen. Du bist doch mein Sohn. Ja, kannst du doch auch. Fahr mal, wieso lässt du das denn abziehen, Alter? Sorry. 15 Millionen Dollar! Ich hab das hier alles gekauft und gebaut, das kostete viel Geld, Mann! Hey, ich ruf mal kurz den Kunden an, Alter. Scheiße, nein, der Mann. Kunde, ich hab telefoniert mit ihm, er hat mich angerufen. Achso, und was hat er gesagt? Ja, es war richtig außer Rand und Band, Bilal. Also ich brauch nicht mehr anrufen. Nee, brauchst nicht mehr anrufen. Du hast ihn aber beruhigt, sagst du. Ich hab ihn beruhigt und hab gesagt, eine Entschädigung kommt und wir kommen später rum. Ja. Ja, sehr gut, Alter. Ich hole dann den Abschlepper von Stani Performance nachher. Ja, kannst du machen. Danke dir, mein Sohn, dass du mir hier in meiner schwierigen Lage so hilfst, auch noch mit deinen eigenen Sachen. Kein Problem, das mache ich gerne, weil du bist doch mein Vater. Ja, so, hast du ja noch Auftrag für mich oder war es das? Was mein Geschenk ist? Ja, aber ey, Stani, bitte mach den nächsten Auftrag richtig. Ehrlich jetzt, Mann, Stani, davon hängt mein ganze Existenz jetzt hier ab. Weil das ist ja auch auf Kredit und so bezahlt. Du weißt doch, wie das funktioniert. Ich dachte, du hast zu viel Geld. Ja, klar. Ja, natürlich, aber sowas wegen Zinsen macht man Kredite und nicht bar bezahlen. Gut. Ich gebe dir jetzt noch einen Auftrag, okay? Was denn für ein Auftrag? Ich habe noch die Autos hinten fertig. Siehst du die? Die müssen weggebracht werden. Welche denn? Die S-Klasse da oder was? Nein, hier vorne die zwei Rennautos. Es gibt bald ein großes Autorennen in Los Santos. Die sollen zum Kunden gefahren werden oder was? Genau, oder? Diese zwei mal bitte sind vollständig fertig getunt, dies, das und sowas. Sind die wertvoll? Ja, da was fragst du denn? Natürlich. Oha, Alter. Okay. Die gehen auch gut ab, Mann. Sendst du mir auf Navigation die Adresse? Das sind auch Autos von Fast and Farus. Die müssen zu diesem YouTuber, dieser Dings, wie heißt der? YouTuber? Tedio. SU meinst du? SU. Lol, SU hat das Auto bei dir gekauft. Was ist das für ein 31er? Stimmt, das ist ein VW, Leute, guck. Ja, das hat er geholt. Hat auch gut hingelegt, das Geld. Hat ja auch viel Kohle, ist ja YouTuber. Ja, okay, gut, ich werde das mal zu SU bringen. Bis gleich. Ja, mach das, bis gleich. Tschüss. Hä, Leute, wieso kauft SU denn jetzt bei Bilal Autos? Das ist ja voll scheiße. Ja, gut, okay, wenn wir jetzt zu SU hinfahren, wenn die einfach das Auto bringen, Leute, nix leichter als das, würde ich mal sagen. Aber ist geil, Leute, SU hat sich so einen neuen VW geholt. Ihr wisst ja, der hat ja immer seinen Golf 7er oder Golf 4, glaube ich, dass er immer rumfährt. Und hat sich jetzt hier ein neues Auto geholt. Auch nicht schlecht. Gut, das ist ein relativ einfacher Auftrag.
Wir fahren einfach das Auto zu SU. Ja, Leute, ich weiß, ich schreibe, ihr könnt unten in die Kommentare entscheiden, ob wir eventuell Bilal was von den 15 Millionen auch abgeben sollen. Aber eigentlich habe ich ja auch die ganze Arbeit gemacht und Praktikum war ja eigentlich auch nicht geplant gewesen. Ne? Also von daher, ich sag mal so, wir gucken mal, was Bilal uns schenkt. Wenn er uns was Gutes schenkt, dann würde ich das aufklären. Wenn nicht, dann sind die 15 Millionen für mich. Ey, Leute, ich bin immer noch geflasht. Guckt euch mal dieses Study-Performance-Schild da oben an. Wie geil sieht das bitte aus? So, ey, dass der auch da immer in Dings wohnt, Leute. Hier außerhalb der Stadt das auch immer so anstrengt. Ey, hey, hä, was ist das, Digga? Warum rammt mich hier einer? Hä? Ey, das kann doch nicht sein, Leute. Was war das? Ey, ey, ey. Oh mein Gott, was ist denn jetzt los? Ey, oh mein Gott, das Auto brennt! Ey! Das ist die Rache dafür, dass du mir kein Auto gibst. Ey, was soll das denn? Hände hoch, kleiner Paul Berger! Ich glaube, ich spinne, Leute. Ey! Was soll das, Leute? Ey, dieser kleine Frechdachs, Alter! Freunde, nein, nein. Ach du Scheiße. Nein, nein, nein. Wir können nicht Bilal anrufen, Leute. Freunde, was soll ich machen? Ich muss Bilal anrufen. Ich muss ihn anrufen. Bilal, hallo. Ja, was los, Nani? Wo bist du? Kannst du mal einmal kurz zur Autobahn kommen? Hier ist doch so ein Kraftwerk, ne? Ja, aber was? Ja, und weiter? Ich hab hier ein Problem. Kannst du mal kurz vorbeikommen einmal? Was denn für ein Problem? Du solltest doch nur das Auto zu dieser YouTuber-Mutuber fahren. Ja, das ist ja das Problem. Ist was vorgefallen. Ich, Dani, du machst nur Probleme. Ich komme jetzt vorbei. Ich schick mir auf Standort auf Handy, Mann. Ja, ja, ich sende die Standort. Komm her. Scheiße, der wird ausrasten, Leute. Das war's gewesen. Wir sind erledigt. Freunde, ich werde das irgendwie wieder gut machen. Ich werde ihn einfach die 15 Millionen zahlen oder so. Ey, Leute, ey, ich dreh durch, ey. Wenn er das sieht, Leute, ey. Ah, da bist du ja. Endlich bist du da, Billo. Ha, Stani, grüß dich. Ja, hast du das Auto schon weggebracht? Hä? Sehr gut, mein Sohn, sehr gut. Ich danke dir, weil es war so wichtig. Ich sag dir ehrlich, nachdem der Kunde da scheinbar... Ey, das ist, sag dir ehrlich, wirklich, danke dir, Stani. Du hast mir wirklich guten Gefallen getan und mir geholfen. Lass dich mal drücken. Wie viel wert war denn das Auto? Das von Asio. Dieser YouTuber muss über der 30 Millionen bezahlt. Hat man ganze Existenz gerettet. Glaubst du nicht? Ich sag dir ehrlich. War so wichtig, war sehr, sehr wichtig. Ja, was ist denn los? Warum soll ich nicht kommen? Was ist denn los? Macht dir jemand Ärger? Soll ich ein Problem für dich klären, mein Ja, Mann? Hier, guck mal hier. Ja, was ist das? Das ist das Auto von SU. Ich wurde überfallen wieder mal. Ich bezahle das. Ich habe 15 Millionen noch. Ich würde dir das bezahlen. Was? Ich wurde von so einem kleinen Paul, kleinen Ajo hat mich überfallen. Der hat mich weggerammt, Autos ist explodiert. Ist das dein Ernst, Tani? Das kannst du nicht ernst meinen, mein ganzer Ruf! Du hast alles kaputt gemacht, Sonny! Was willst du denn jetzt, du scheiß Bollemann? Wow, wow. Ich hab schlechte Laune, Mann! Hinter den Loch! Hinter den scheißen Loch! Was, Mann? Mein ganzes Leben, ich hab mir das doch aufgebaut, Sonny! Sonny, du weißt du was? Geh! Geh mir aus dem Weg, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Nee, ich bin doch dein Sohn. Du bist mein Sohn, du machst mir nur Wächter, so macht dein Vater nur Probleme. Mach, was du willst, geh dein Weg. Lass mich in Ruhe, lösch meine Nummer. Hä, du kannst mich jetzt hier nicht stehen lassen. Du hast mein Leben kaputt gemacht, Dani. Hey, Leute. Hey, meint ihr das wirklich ernst jetzt? Billo, ey, wir kriegen das schon gemeinsam hin. Billo, schon wieder, du hast keinen Respekt gemeinsam. Was kriegst du hin? Du denkst immer, alles wäre spaßig. Es geht hier um Geld, um Existenzen, Digga. Verstehst du das? Ey, ich verkaufe meine Autos, ich zahle dir das zurück. Nein, Sani, ich habe mich auf dich verlassen. Du hast mir dein Wort gegeben. Einmal scheiße gebaut. Okay, Digga, hat schon wehgetan. Zweimal. Sani, es war so scheiße wichtig und du machst sowas. Ich kann nicht mehr. Lösch meine Nummer, du bist ein Nixnox. Nichts kann so. Du treibst mich zur Rotglut. Ja, okay. Hey, Leute, Bilal ist ja voll außer sich, Alter. Was ging denn jetzt ab? Was sollen wir jetzt machen, Leute? Ey, warte mal, vielleicht werden wir unsere YouTuber-Kollegen mal anrufen. Freunde, schreibt unten in die Kommentare rein, was wir machen sollen. Alter, kommt das Chaos. Ich hab Imbiss gebaut, Leute. Das war's gewesen. Tschüss, bitte.